von CS Rockets und hätte gern den Herrn oder die Frau Hitzler. Ja, hier ist der Herr Hitzler. Guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Hitzler. Es geht hier um Strom-Gasberatung. Allgemein sind Strom-Gaspreise gestiegen. Deshalb bin ich in der Leitung. Sind Sie immer noch bei Vattenfall Europcels oder haben Sie mal gewechselt? Was ist mit der Leitung? Sind Sie bei Strom? Ja. Immer noch bei Vattenfall oder haben Sie gewechselt? Ja, das ist schon Vattenfall, nicht wahr? Mhm. Das ist ein Traditionsunternehmen sozusagen. Was zahlen Sie dort an Strom? Ha, wie bitte? Wie viel bezahlen Sie an Strom? Ja, jeden Monat, nicht wahr? Ja, wie viel? Ja, so 60 Euro. Jetzt mal eine ganz dumme Frage. Wie alt sind Sie? Wie bitte? Wie alt Sie sind, Herr Hitzler? Ich bin 73. Okay. Und wie viele Personen sind Sie zu Hause? Ja, das ist meine Frau ist noch hier, meistens. Also sind Sie zwei Personen? Ja, und wir haben vier Katzen. Oh. Ja. Und Sie zahlen 76 Euro? Nee, vier Katzen haben wir. Okay, ja. Okay. Und ich rechne mal aus, denn allgemein sind Strom-Gaspreise gestiegen. Deshalb bin ich in der Leitung für Sie. Ja, und Sie sind von Stadtwerken? Haben Sie... Nein, wir sind die Firma Sales Rockets. Wir arbeiten fast mit allen Anbietern zusammen. Und haben Sie einen Verbrauch von 2.100 Kilowattstunden ungefähr? Nee, das ist ja viel zu viel. Das ist 65 Euro. Das ist 2.000, aber da wären wir ja ein Atomkraftwerk bei dem Verbrauch. Haben Sie 2.000 Kilowattstunden? Ja, 65 zahlen wir im Monat. Also 65, nicht 76. Ja, doch. Ich habe mich nur versprochen. Es kann schon mal vorkommen. Also, natürlich. Zahlen Sie 65? Ja. Okay. Ja, immer schon. Haben Sie auch Gas oder nur Strom? Ja, so meine Frau hat das neulich gekauft. Ich bin da ja dagegen gewesen, aber es wird ja nicht sicherer, nicht wahr? Was hat Ihre Frau gekauft? Die hat das Gas, ist auch gleich so ein Container. Also so Handfeuerlöscher groß in etwa. Ach so, kann ich ganz kurz mal mit Ihrer Frau sprechen? Die ist ja in der Badewanne. Ich habe Ihnen hier 2000 Kilowattstunden gegeben. Bei 2000 Kilowattstunden ja. Würden Sie 52 Euro zahlen. Ich habe Sie jetzt akustisch nicht verstanden. Okay, dann wiederhole ich nochmal. Wie bitte? Herr Hitzler, ja. Haben Sie zu Hause Computer oder ein Handy? Ja, ich habe so, mein Enkelsohn ist hier übers Wochenende immer, der hat so einen Computer, ja. Da ist er sehr, sehr engagiert mit. Ist er im Moment da? Ja. Kann ich ganz kurz mal mit ihm reden? Ich muss mal gucken, der ist da gerade am Spielen. Der macht ja so Meisterschaften da. Wie alt ist der denn? Der ist 19. Soll ich den mal holen? Nein. Ich rede mit Ihnen. Mimon, kannst du mal ans Telefon? Da ist eine Frau von Stadtwerken. Hallo, hier ist der Mimon Hitzler. Hallo? Hallo, wer ist da bitte? Herr Hitzler. Ja. Sind Sie Schauspieler? Nein. Echt nicht? Ich bin 19 Jahre alt. Ich gehe zur Schule. Darf ich mit Ihrem Opa mal reden? Hallo?
Wollen Sie doch nicht mit meinem Enkel sprechen? Nein, ich möchte mit Ihnen sprechen, Herr Hitzler. Ja. Ich bin nicht vom Vattenfall oder von Stadtwerken. Wir sind die Firma Sales Rocket. Es geht hier um Stromgasberatung. Hallo? Haben Sie was zum Schreiben? Ja. Okay, notieren Sie bitte. Siegfried Anton Ludwig. Jawohl. Emil Siegfried Richard. Ja. Otto Cäsar Konrad. Ja. Emil Theodor Siegfried. Ja. Verkauft haben Sie Raketentechnik anzubieten? Es geht um Strom. Ja. Und Sie würden im Moment hier bei Lecker Energie, das ist die Tochter von Stadtwerke Krefeld, anstatt 65 Euro bei Vattenfall für 2000 Kilowattstunden, würden Sie 52 Euro zahlen. Also ich habe jetzt ja gerade von, weil wir haben ja das im Januar, da haben wir ja nachbezahlen müssen. Und jetzt haben die mir gerade geschrieben, dass das teurer wird. Und sie sagen mir jetzt, das wird günstiger. Nein, allgemein sind Stromgaspreise gestiegen. Aber bei Vattenfall haben sie einen Arbeitspreis von 31,14 Cent. Ich biete Ihnen bei Lecker Energie einen Arbeitspreis von 26,43 Cent. Was hatten Sie denn für einen Verbrauch gehabt, wo Sie nachzahlen müssen? Wie bitte? Der Enkel ist ja immer Wochenende bei Ihnen, Ihr Enkel. Wie viel kWh haben Sie denn in einem Jahr verbraucht? Wie, was Kilo? Ja. Ich verstehe jetzt nicht, was Sie meinen. Wie viel Kilowatt haben Sie in einem Jahr verbraucht? Also von Strom meinen Sie? Genau. Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Wenn Sie nachschauen, ich warte gerne. Ja, Sie haben so ein portables Telefon. Wir sind ja, sag ich mal, schon im 20. Jahrhundert angekommen. Soll ich da eben das prüfen? Wenn Sie nachschauen, ich warte gerne. Ja. Wie kommt das denn, dass Sie am Samstag arbeiten müssen? Haben Sie früher nicht samstags gearbeitet? Nein, ich bin ja Steuerprüfer gewesen. Da ist, sag ich mal, Freitagmittag ist ja Feierabend gewesen. Oh, wie schön. Wir müssen aber arbeiten, leider Gottes. Ja, das ist ja schrecklich. Genau. Und ich hoffe, ich gehe auch bald in die Rente. Ja. Will ich hoffen. Ich hätte Sie jetzt sehr jung gesetzt. Bin auch jung. Aber ich wünschte, ich hätte meine Rente und könnte zu Hause sitzen, genau wie Sie. Na so. Na, ich gehe jetzt ja, sag ich mal, nebenberuflich angeln. Beruflich gehen Sie angeln? Nein, nebenberuflich. Ach so, nebenberuflich. Ja, aber ich aha. Ich habe da, sag ich mal, so einen Platz gefunden, da sind so wunderschöne Regenbogenforellen und die bringen da, sag ich mal, schon noch einen schönen Nebenerwerb. Weil ich habe da so ein asiatisches Restaurant, die verkaufen das dann als irgend so ein ganz exquisites Tier, was das gar nicht ist. Aber woher sollen die Leute das auch wissen, wenn das auf dem Teller liegt, nicht wahr? Da haben Sie vollkommen recht. Also wie gesagt, wollen Sie mal nachschauen, was Sie im Jahr verbrauchen? Oh ja, das hätte ich ganz vergessen wegen den Regenbogenforellen. Genau, schauen Sie mal nach. Ich habe ja hier, sag ich mal, als Ehemaliger, sag ich mal, die ganzen Unterlagen natürlich alle alphanumerisch sortiert. Das haben Sie sehr gut gemacht. Als Steuerberater müssen Sie ja ordentlich ja, sein. Natürlich. Das ist, sag mal, genau. Die radikal-extremistische Finanzbuchhaltung, sag ich mal, das ist halt schon so ein Aufgabenbereich für sich, wie Sie sich vielleicht vorstellen können. Da haben Sie vollkommen recht. Also ich mache das immer noch schwarz nebenbei, wenn Sie da mal Hilfe benötigen. Da können Sie ja sehr gerne die Fachauskunft einholen. Natürlich. Natürlich, dann würde ich mich gerne nochmal bei Ihnen melden. Ja, kann ich denn dann schon mal Ihre Kontaktdaten aufnehmen? Natürlich, die gebe ich Ihnen auch gleich. Aber schauen Sie doch mal, was Sie für einen Verbrauch haben.
Ja, also das sind jetzt monatlich im Prinzip 65,73 €. Nein, nein, nein. Ich möchte Doch, den das Betrag steht hier nicht sehen. schwarz auf weiß. Nein, Na nein, den doch, Betrag soll ich Ihnen Fotos nicht. schicken? Nein, brauchen Sie nicht. Ich möchte den Jahresverbrauch von Ihnen. Ja, das Den ist kein Problem. Jahresverbrauch in KWH. Ja, das ist ein Moment, ich muss ja mal gucken. Ich habe jetzt ja länger nicht mehr hier im Büro gewesen. 65, 73, das ist ja dann quasi, sag ich mal, die Multiplikation mit dem Faktor 12. Und da haben wir da, jetzt habe ich mich vertippt. Einen Moment bitte. Also ich komme mit der Technik nicht mehr hinterher. Ganz langsam, nehmen Sie sich Ja, Zeit. es handelt sich ja dann nach Adam Riese um einen jährlichen Aufwand von 788,76 €. Nein, ich brauche den Doch. KWH. Nein, das möchte ich nicht wissen. Ich möchte wissen, wie viel Sie in einem Jahr an KWH, Kilowattstunden, verbrauchen. Ja, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Das habe ich die ganze Zeit gesagt. Sie haben mich nur nicht verstanden. Ach so, ja, das steht hier ja auch mit drauf. Das sind im Prinzip, Natürlich. ich muss jetzt gerade nur mal hier meinen Zwicker aufsetzen, das ist alles so klein geschrieben. An Computer habe ich so eine Bildschirmlupe. Ja, glaube ich, das hier. Das sind 3.119, jetzt hätte ich fast wieder Euro gesagt, Kilogrammstunden. Also KWH. Ja, was Sie da gesagt haben. Und das Genau. äquiert dann in 788,76 und zuzüglich Netto oder brutto? haben wir eine Nachzahlung von 211,04 € gehabt. Okay. Sie würden für 3.119 Kilowattstunden, kennen Sie Lecker Energie, das ist die Tochter von Stadtwerke Krefeld, würden Sie 76,99 € zahlen. Und ich würde Ihnen gerne von Lecker Energie die vorgefertigte Auftragsbestätigung, die AGBs, die Widerrufsbelehrung, die Einzugsermächtigung, das würde ich Ihnen alles gerne zukommen lassen. Nach Erhalt haben Sie 14-tägiges Widerrufsrecht. Wenn Sie es nicht widerrufen, dann würde Lecker Energie den Wechsel für Sie übernehmen. Hallo? Hallo, Entschuldigung, das war gerade der Postbote an der Tür gewesen. Und wenn Sie okay sagen, dann Ja, wozu denn? lasse ich es. Falls Sie im Moment zu viel zahlen und Sie würden keine Nachzahlung bekommen, Sie würden bei Lecker Energie 2 Jahre 76,99 € bezahlen. Ja, muss ich das? 3.119 Kilowattstunden. Also ich habe ja jetzt, sage ich mal hier, ich habe das ein bisschen vergesslich geworden. Im Prinzip wegen der Nachzahlung hier jetzt die erste Mahnung schon vorliegen. Heißt das denn, dass der Vorgang jetzt, sage ich mal, mit Ihrem Angebot dann hinfällig geworden ist? Weil dann würde ich das der Nein. Akte Papierkorb übergeben zur Nein, weiteren den müssen Sie Bearbeitung. natürlich begleichen. Habe Das ich, wie müssen Sie bitte? zahlen. Den Betrag, was Sie von denen bekommen haben, das müssen Sie natürlich zahlen. Denn wenn wir Ihnen die Unterlagen rausschicken, werden wir auch Vattenfall einschreiben, schicken, dass ein Wechsel bevorsteht, aber Ja, dass Ihr ja. 14-tägiges Widerrufsrecht davon unberührt bleibt. Ja, dann lassen Sie das die mal wissen, dass die mich damit in Ruhe lassen sollen, weil dann bin ich jetzt ja, sag ich mal, bei Ihnen, nicht wahr? Nein, im Moment sind Sie nicht bei uns. Ich schicke Ihnen die Vertragsunterlagen. Wenn Sie es nicht widerrufen, erst dann sind Sie bei. Wie bitte? Ich würde Ihnen die Vertragsunterlagen zukommen lassen. Wenn Sie es nach Erhalt innerhalb von 14 Tagen nicht widerrufen, erst dann wären Sie bei uns, jetzt nicht. Ja, ich muss doch da erst mal kündigen, oder nicht? Nein, die Kündigung, die würden wir auch für Sie übernehmen. Sie Ja, würden keine Vorkasse, keine Wechselgebühren, keine Kaution haben. Das übernehmen wir alles für Sie. ich habe noch nie gehört, dass man bei Strom Kaution bezahlt. Das habe ich ja bisher nur bei den Wohneinheiten erlebt.
Nein, das macht man. Es gibt Anbieter, wo das auch ist. Ja, Wollen wir es machen oder? wer verlangt denn Kaution für den Strom? Das sind dann bestimmt welche, die da, sag ich mal, mit den Rainer Winkler Erfahrung gemacht haben. Ist das so in dem Bereich angesiedelt? Das könnte sein. Deshalb sage ich ja, keine Kaution. Das ist dann für Sie kostenlos. Aber Der möchten Sie Strom. es oder möchten Sie es nicht? Ja, und wer sagt mir, dass ich da nicht nächstes Jahr, sag ich ja, wieder so eine Rechnung bekomme? Sie haben mir den Verbrauch durchgegeben, was Sie verbrauchen. Ja. 3.119. Ja, weil bei den Schreiben von denen, da haben die mir jetzt ja auch gesagt, dass sie da ja, dass wegen den Preisen, dass da ja so eine Garantie vorhanden war. Können Sie Sie sowas denn haben auch auch eine halten? Preisgarantie. Wie, Natürlich, 2 Jahre Preis. kann Sie nicht Einen verstehen, Moment wenn schon Sie mal. mich unterbrechen? Hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Hammer, ich bin der Vorgesetzte. Hallo? So, Herr Hitzler, Ich habe Sie nicht verstanden. ja, Tama, mein Name, ich bin der Vorgesetzte, Herr Hitzler. So, also Sie haben einen Verbrauch von 3.119 kWh, Sie sind bei Vattenfall. Das Jahr hat 65,73 €. 65,73 € zahlen Sie momentan. Nee, im Moment sitze ich ja auf der Mahnung wegen der Nachzahlung. Das ist ja so Okay, viel geworden. verstehe. Haben Sie denn neue Abschlagszahlung erhalten? Ha, wie bitte? Haben Sie eine neue Abschlagszahlung erhalten? Ja, das haben die abgebucht, wie immer. Ja, und jetzt sind die ja Aber Ihr Strom wurde gemein. nicht abgestellt, oder? Ha, was bitte? Ihr Strom wurde aber nicht abgestellt, oder? Nee, also könnten wir ja gar nicht telefonieren. Ja, stimmt, logischerweise. Ja, sehen Sie mal. Ich habe das ja nur vergessen. Ich bin ja kein Zechpreller. Bin ja mal Steuerprüfer gewesen. Da will ich auf meine alten Tage nicht mit sowas anfangen. Verstehe. Und da ist jetzt halt die Eine Frage, ob das Schreiben mit den Mahngebühren, ob sich das denn jetzt erledigt hat, wenn Sie das da, sag ich mal, übernehmen würden, dem Fall gemäß, dass wir eine vertragsgemäße Übereinkunft auf Grundlage des Handelsgesetzbuches finden. Also schauen Sie mal, Herr Hitzler, also wenn Sie eine Mahnung bekommen haben und da noch offene Zahlungen haben, das müssen Sie direkt mit Vattenfall klären. Dafür sind wir nicht zuständig. Ich hätte aber da nochmal eine andere Frage. Ha, Haben wie Sie denn ein bitte? Handy oder eine E-Mail-Adresse? Hatte, okay. So, was verlangen die denn jetzt von Ihnen, von Abschlag her? Was ist denn der neue Abschlag wegen der Nachzahlung? Ja, 201,73 €, sag ich mal, habe ich ja Ja, zu das viel verheizt oder der Enkel. Ist ja aber die Nachzahlung. Ja, Und was ist der neue Abschlag? davon reden wir doch die ganze Zeit. Ja, aber ich will ja wissen, was der neue Abschlag ist. Ich verstehe jetzt nicht, was Sie meinen. Abschlag, der neue Abschlag, was Sie monatlich jetzt bezahlen sollen bei Vattenfall Sagen Sie für die. das doch gleich. Also das wären jetzt 85,13. 85,13. Ja, aber Okay, also was. das Problem ist halt, ich bin Also. ja noch nicht bei der Bank gewesen, weil die haben die Straße da aufgerissen und da kommt man jetzt zu Fuß gerade gar nicht mehr hin. Okay, das ist kein Problem. Also Ja, diese Zahlung, das doch. müssen Sie selber klären. Deswegen habe ich ja Also. die Mahnung bekommen. Ich habe denen jetzt, sag ich mal, schon Bildmaterial von der Baustelle zukommen lassen, zu meiner Entlastung, weil ich kann mir ja schlecht mit dem Hubschrauber in der Bank einfliegen lassen, um das zu klären. Herr Und die gehen Hitzler, auch nicht Herr ans Hitzler, Telefon. wir weichen vom Thema ab, Herr Hitzler. Nein, nein. Also, wie? Doch, doch. Also, was ich Ihnen bieten kann für Ihren Verbrauch, ja, wäre die Leckerenergie mit 2 Jahre Preisgarantie. Da würden Sie zukünftig für 3.119 kWh 76,99 € bezahlen, brutto. Das inklusive Steuern und Abgaben. Steuern, ja, das ist ja so im Prinzip ja mein Heimatthema. Wo ist eigentlich die junge Frau hingegangen, mit der ich gesprochen habe? Fällt Ich mir habe jetzt das Gespräch gerade über. ein, dass sie gar nicht mehr da ist. Das ist so nett gewesen. Ja. Ja, ich habe das Gespräch übernommen. Also, wenn Sie wünschen, kann ich Ihnen gerne die Vertragsunterlagen fertigstellen und zusenden. Ich erkläre auch kurz den Ablauf. Sie würden die Vertragsunterlagen entweder per E-Mail oder per Post bekommen, Junger Mann, haben aberhalten.
Sie sprechen zu schnell, ich kann Sie nicht verstehen. Wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Wie bitte? Wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Was für ein Baujahr? Bin 73, bin ich jetzt geworden. 73 sind Sie geworden? Ja. Okay. Stolz Alter. Vor 3 Tagen. Oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Wie herzlichen bitte? Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Herr Hitzler, ja? Ja, vor 3 danke. Tagen hatten Sie ja Geburtstag. Ich habe leider keinen also Kuchen mehr. Nicht notwendig, Herr Hitzler. Also wie gesagt, Lecker ist der optimale Anbieter für Sie in Ihrem Postleitzahlgebiet. Ja. Ich erkläre Ihnen kurz den Ablauf. Also wie gesagt, die Vertrag würden Sie dann per Post oder per E-Mail bekommen, haben aber halt Unterlagen nochmal 14 Tage Zeit, alles nochmal fair von Ihnen zu prüfen, sich dann dafür oder dagegen zu entscheiden, dass Ihre gesetzliche Widerrufs ist. Wenn alles jetzt, okay ist... Ich habe nur die Hälfte verstanden. Haben Sie es eilig, sonst ein bisschen langsamer, bitte. Können Sie mir die Frau wiedergeben? Die hat so verständlich gesprochen. Also sie ist leider jetzt verhindert. Ja, ich bin noch da. Also, ja, das ist ja nicht schlimm. Sag ich. Wir leben ja im Zeitalter, wo die Inklusion... Ne? Also mich hat das vorhin auch nicht gestört. Herr Hitzler, eine Frage. Haben Sie denn Interesse an einem Stromanbieterwechsel? An was bitte? Stromanbieterwechsel. Sie wissen schon, worum es hier geht. Also, ich habe jetzt wieder nur die Hälfte verstanden. Können Sie ein bisschen langsamer reden? Ja, ich spreche ja schon langsamer, Herr Hitzler. Also, ich sag's Ihnen nochmal, es geht hier um einen Stromanbieterwechsel. Ja, ja. Das ist Ihnen bewusst? Nee, es geht jetzt ja primär, geht es ja darum, dass ich mit dieser Mahnung nicht einverstanden bin. Das müssen Sie mit Vattenfall klären, damit haben wir nichts zu tun. Ja, aber von denen haben Sie doch angerufen, wegen den neuen Preisen. Nein. Nein, von Vattenfall haben wir nicht angerufen. Ja, wer sind Sie? Wir sind Sie kein denn? Stromanbieter. Sales Rockets GmbH, wir sind ein Beratungsunternehmen. Von Vattenfall? Sie haben sich das auch notiert. Nein, nicht von Vattenfall. Von Vattenfall, damit haben wir nichts zu tun. Ich verstehe das alles nicht. Okay, dann hat sich das geklärt, Herr Hitzler, ja? Ha, also Sie haben sich auch unsere Firmen... Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende, ja? Und das mit der Mahnung, das müssen Sie mit Vattenfall klären, okay? Ja, weswegen haben Sie jetzt angerufen? Weil wir hier einen Anbieter wechseln wollten. Wir wollten Ihnen einen günstigen Tarif bieten. Jetzt geht hier um einen Anbieterwechsel. Ja, darauf läuft das doch raus, dass ich mich von denen, da sag ich mal, nicht abzocken lassen will. Deswegen wollte ich den Widerspruch mit Ihnen formulieren. Ja, den Widerspruch, den machen wir ja nicht. Wir können für Sie den Anbieterwechsel in die Wege leiten. Ja, ich kann den Vertragsunterlagen von Lecker Energie fertig machen und zusenden. Ja, und damit hat sich das dann doch erledigt, oder nicht? Ja, okay, dann brauche ich einmal die Kunden- und die Zählernummer. Kontonummer? Nee, die Kunden- und die Zählernummer. Wovon? Die Zählernummer von Ihrem Stromzähler. Haben Sie einen Betreuer, Herr Hitzler? Was bitte? Haben Sie einen Betreuer? Das ist ja mein Enkelsohn. Also Sie haben einen Betreuer, ja? Ja, ja. Schon länger. Der spielt gerade am Computer. Okay, also Sie selber sind gar nicht mehr berechtigt, Verträge abzuschließen, sondern das muss der Enkel da machen, ja? Das mache ich ja im Prinzip auf täglicher Basis. Ich bin ja, sag ich mal, Steuerprüfer im Ruhestand. Mehrmals die Woche. Okay. Also dann hat sich das schon geklärt, ja? Ich bedanke mich aber vielmals für das nette Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende, ja? Wie bitte? Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, da hat sich das geklärt, ja? Das mit der Nachzahlung, das müssen Sie mit Vattenfall direkt klären. Ja, das ist, sag ich mal, sehr kulant von Ihnen, dass Sie davon jetzt schlussendlich dann doch absehen, weil ich fühle mich da ja unschuldig, nicht wahr? Also, wir haben damit nichts zu tun. Also, Sie haben ja auch einen Betreuer, dann sagen Sie Ihren Enkel, dass er das für Sie klären soll. Ja? Jetzt gleich? Ja, also, Sie müssen ja die Mahnung letztendlich zahlen. Nee, deswegen haben wir jetzt ja, sag ich mal, fast eine halbe Stunde schon gesprochen. Das, okay. Das sind ja nicht zumutbare Zustände da. Okay, klären Sie das mit den Enkel, der soll da einen Widerspruch dann einlegen, ja? Dafür sind wir nicht zuständig. Nee, ich wünsche Ihnen noch da haben Sie was falsch verstanden. Die Mahnung habe ich nicht von meinen Enkel, die habe ich von Vattenfall. Geile Sache, Freunde.